Hallo zusammen, Meier3707 hier und herzlich willkommen zu meiner Rezension von Kritische Feindschaft von Nikos Molinas, ein Fall für Michalis Charisteas. Kurz zu den Fakten, das Buch hat 395 Seiten, kostet 14,99 € und ist im Fischer Verlag erschienen. Wie der Titel schon erahnen lässt, spielt das Ganze auf Kreta. Michalis Charisteas lebt im schönen Ort Chania, wo seine Familie am Hafen eine Taverne betreibt. Natürlich wäre es dem Vater recht gewesen, wenn auch Michalis in die Taverne mit eingestiegen wäre, aber der Sohn hat sich für die Polizeilaufbahn entschieden und arbeitet im örtlichen Polizeipräsidium. Auf diesen Tag hat sich Michalis schon sehr lange gefreut. Denn seine beste Freundin Hanna aus Deutschland kommt nach mehreren Monaten mal wieder nach Kreta zu Besuch. Und auch Michalis ganze Familie freut sich sehr darauf, Hanna mal wieder begrüßen zu dürfen. Doch noch bevor sie eintrifft, wird Michalis zu einem Einsatz gerufen. Denn im Nachbarort ist der Bürgermeister spurlos verschwunden. Er sieht zuerst danach aus, als ob er nur eine Affäre hat und deshalb halt mal nicht nach Hause gekommen wäre. Aber Michalis hat irgendwie das Gefühl, dass da mehr dahinter steckt. Einen Tag später bewahrheitet sich dieser Verdacht. Denn der Bürgermeister wird tot aufgefunden. Er ist mit seinem Wagen die Klippen hinuntergestürzt. Es sieht zunächst alles nach einem Unfall aus und so will die örtliche Polizei das Ganze schnell zu den Akten legen. Doch Michalis ist sich sicher, das war kein Unfall. Ihm wird jedoch von höchster Stelle das Ermitteln untersagt, was ihn jedoch nur weiter darin bestärkt, dass er da an einer großen Sache dran ist. Die Ermittlungen führen ihn weit zurück in die Vergangenheit. Doch jetzt kommt es zu einem weiteren Todesfall. Im ungeliebten Nachbarort gab es wieder einen Toten. Ob es Michalis gelingt, weitere Todesfälle zu verhindern und was hinter der ganzen Sache steckt, das dürft ihr selber lesen. Diese Spannung möchte ich euch hier nicht nehmen. Meine Meinung, ein sehr schöner Krimi, hat mir richtig gut gefallen. Michalis war mir sofort äußerst sympathisch. Auch das ganze Griechenland-Flair finde ich ist toll rübergekommen, vor allem gab es auch sehr schöne Landschaftsbeschreibungen. Bitte mehr davon. Ich hoffe, dass nach dem ersten Fall für Michalis noch mindestens ein weiterer folgt, denn ich möchte jetzt unbedingt wissen, wie es mit ihm und Hanna weitergeht und vor allem, ob die beiden jetzt in eine gemeinsame Wohnung kommen. Das war ja auch eines der Dauerbrenner-Themen in diesem Buch. Also wie gesagt, ein sehr schöner Krimi, für den es von mir 4 von 5 möglichen Sternen gibt. Und auch das Cover finde ich schön gemacht. Alle Griechenland-Fans, für euch kann ich das Buch empfehlen. Das war's jetzt mit diesem Video. Bleibt dran, denn eine Rezension kommt noch. Bis dann, Meier3707.